Ich darf Sie alle da draußen ganz herzlich begrüßen heute zu unserer Veranstaltung über den Dark Tourism. Mein Name ist Ulla-Britta Vollhardt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am NS-Dokumentationszentrum und werde Sie heute stellvertretend für Mirjam Sadow durch den Abend führen, die leider kurzfristig erkrankt ist. Die Veranstaltung heute ist Teil des Begleitprogramms zu unserer derzeitigen Wechselausstellung über das Werk Heimrat Beckers, eines österreichischen Verlegers und Schriftstellers, der seit den 60er Jahren immer wieder die Gelände der ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und Gusen besucht hat, um dort die Hinterlassenschaften des Dritten Reichs, der NS-Verbrechen zu dokumentieren, fotografisch zu dokumentieren, aber auch Relikte dort zu sammeln und sie in seinen eigenen Besitz zu nehmen, um sie dort zu verwahren. Sie finden sich heute zusammen mit dem fotografischen Nachlass im MUMOK, im Museum der Moderne in Wien. In dieser Ausstellung, wenn sie denn besichtigt werden könnte, pandemiebedingt ist sie zurzeit geschlossen, könnten Sie diese Fotos, die in mehreren Jahrzehnten entstanden sind, sowie seine Fundstücke sehen. Wir hoffen, dass wir vor dem 6. Juni, dem Enddatum der Ausstellung, nochmal eröffnen können, unser Haus. Heimrat Becker als frühen Dark Tourist zu bezeichnen, würde vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung führen. Aber wir haben auf jeden Fall diese Ausstellung zum Anlass genommen, um uns des Themas Dark Tourism zu nähern. Umso mehr, als im letzten Jahr ein gewichtiger Band zum Thema erschienen ist. Und wir haben zu diesem Thema des heutigen Abends, eben dem Dark Tourism, drei beschlagene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen. Zwei davon haben den eben genannten Band mit herausgegeben, zusammen mit dem Tourismusforscher, dem englischen John Lennon. In der Mitte ist zu sehen Beate Meyer vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Sie hat sich in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn intensiv mit deutsch-jüdischer Geschichte und mit Erinnerungskultur auseinandergesetzt, hat einen Beitrag über jüdischen Tourismus nach 1945 an die Orte der früheren, der ehemaligen Heimat beigesteuert. Dann begrüßen wir Frank Bajor, assoziierter Professor für Zeitgeschichte an der LMU hier in München und Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte. Der dritte im Bunde, Axel Drehkoll, vormals auch Institut für Zeitgeschichte, Leiter der Dokumentation Obersalzberg und seit 2018 Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter des Museums und der Gedenkstätte Sachsenhausen. Ich darf Sie auch alle nochmal ganz herzlich begrüßen. Und gleich noch darauf hinweisen, wir haben also einen YouTube-Livestream und laden Sie, meine verehrten Damen und Herren, herzlich ein, sich mit Fragen an diesem Gespräch zu beteiligen. Und das geht entweder via YouTube-Livestream oder Sie können Ihre Fragen auch, also im Live-Chat, oder Sie können Ihre Fragen auch per E-Mail an die Adresse veranstaltungen.nsdoku@münchen.de stellen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Ich habe es schon gesagt, Sie alle haben sich auf die eine oder andere Weise intensiv mit dem Thema Dark Tourism beschäftigt. Und Sie, Herr Bajor, Herr Drehkoll, haben eben diesen gleichnamigen Band
Reisen zu Städten von Krieg, Massengewalt und NS-Verfolgung letztes Jahr herausgebracht. Dark Tourism. Was versteht man eigentlich genau unter diesem Begriff, den wir in der letzten Woche anlässlich des 35. Jahrestags der Atomkatastrophe von Tschernobyl ja des Öfteren gehört haben? Wann wurde dieser Begriff geprägt? Was genau ist in ihm enthalten und hat er sich vielleicht über die Jahre verändert? Herr Bayer. Ja, mache ich vielleicht mal den Aufschlag. Also der Begriff selber ist von John Lennon, unserem Mitherausgeber, und Malcolm Foley in den 1990er Jahren geprägt worden und bezeichnete da, also in der Originaldefinition, Reisen zu Städten des Todes, also des massenhaften Sterbens und auch des massenhaften Leids. Dark bezeichnet dabei den historischen Hintergrund des jeweiligen Ortes und bezieht sich nicht auf die Motive der Reisenden, wie dieser Begriff häufig in Deutschland verstanden wird und verwechselt wird mit so einem Art Katastrophentourismus, wo es dann um Schaulust geht und Voyeurismus und Sensationsgier. Davon ist es, glaube ich, sehr deutlich abzusetzen. Hier geht es um Reisen zu früheren Schlachtfeldern, aber auch Konzentrationslagern, Stätten des Massenmordes. Und ich glaube, eine wichtige Schubkraft für das Phänomen allgemein und auch für die Entwicklung der Begrifflichkeit ist die Tatsache, dass Gewalterfahrungen aus unseren gegenwärtigen Gesellschaften, also die Erfahrung von Krieg, Massengewalt und Massenmord, zunehmend verschwindet. Das wird ja viel über das Verschwinden der Zeitzeugengeneration gesprochen, deren Erfahrungen sozusagen mit ihnen gehen. Gleichzeitig ist das Phänomen aber nicht so weit entfernt, als dass die heute Lebenden überhaupt keine biografischen Bezüge mehr zu dieser Vergangenheit herstellen können, über ihre Großeltern, ihre Urgroßeltern aus familiären Erzählungen, um die Bedeutung dieser Gewalt wissen und für die Erfahrung der damaligen Zeitgenossen, sodass bei den heute Lebenden das Bedürfnis aufkommt, authentische Orte, authentische Zeugnisse dieser ehemaligen Massengewalt aufzusuchen, die ein Bild davon vermitteln, von dieser Vergangenheit, die einerseits biografisch durchaus weiter weg ist, aber eben noch nicht eine erkaltete Geschichte ist. Und man kann jetzt darüber spekulieren, inwieweit das eigentlich auch ein Generationenphänomen ist, dass vielleicht in 40, 50 Jahren, wenn sozusagen die Musealisierung dieser Zeit noch viel weiter fortgeschritten sein wird, nicht möglicherweise sich auch wieder etwas relativiert. Aber es ist ja ein seit den 1990er Jahren stark wachsendes Phänomen, wenn man sich die entsprechenden Besucherzahlen etwa an Gedenkstätten, die ja teilweise explodiert sind, Auschwitz, 2,3 Millionen Besucher alleine 2019 vor der Pandemie, ein wirkliches Massenphänomen. Mittlerweile machen ja auch touristische Besucher oft die Hälfte der Besucherinnen und Besucher in solchen Städten aus. Insofern ein Grund für uns, uns damit zu beschäftigen und gleichzeitig aber jetzt nicht von einer allzu engen Definition auszugehen, sondern den Blick zu weiten auf ganz unterschiedliche Formen des Reisens und auch auf ganz unterschiedliche Motivlagen und Perspektiven. Soweit vielleicht von meiner Seite. Der Band geht ja zurück auf eine Tagung, die 2017 in Glasgow stattfand. Gab es da einen konkreten Auslöser für Ihre Beteiligung an dieser Tagung? Ist es ein Forschungsfeld, das im deutschsprachigen Raum bis dato noch eher unterbelichtet war? Würde ich darauf mal antworten? Also ich würde mal Folgendes sagen. Die Idee kam, das war naheliegend für Frank und mich. Frank als Holocaust-Forscher, ich damals in der Verantwortung für den Obersalzberg mit auch einem breiten touristischen Publikum, sich dieser Frage zu nähern. Ich würde es mal so sagen, was Frank sagt, ich meine, der Begriff taucht Anfang der 90er Jahre auf und ist im englischsprachigen oder im angloamerikanischen Raum und vor allem in den Tourismus- und Sozialwissenschaften relativ breit rezipiert. Aber überhaupt das Phänomen Geschichtstourismus
Und auch der Dark Tourism ist auch nach wie vor in der deutschen Forschungslandschaft, er ist vorhanden. Es wäre falsch zu sagen, es wird überhaupt nicht rezipiert, aber nicht breit rezipiert. Und wenn man sich auch die mittlerweile Bibliotheken füllende Literatur zur Erinnerungskultur anguckt seit den 50er Jahren, da kommt der Tourismus so gut wie gar nicht vor, obwohl Touristinnen und Touristen schon immer ein bedeutender erinnerungskultureller Faktor waren, übrigens auch als Geschichtsproduzenten. Denn wenn man sich Reiseführer mittlerweile im Zeitalter des Internets verschiedene Portale anguckt, Postkarten und so weiter, das sind ja alles Quellen und es zeigt, dass Touristinnen und Touristen eben tatsächlich auch wirkungsmächtige Geschichtsproduzenten sind oder zumindest Geschichtsproduktion veranlassen. Das war der eine Grund, weshalb wir gesagt haben, wir müssen unbedingt auch zusammen mit eben, sage ich mal, einem der Nestoren eben aus dem angloamerikanischen Raum auch so eine Tagung veranstalten, um auch verschiedene Diskurse zusammenzubringen. Es hatte noch einen weiteren Grund, das hätte ich jetzt auch in meiner Verantwortung für Gedenkstätten noch mal doppelt unterstrichen. Wenn man sich anguckt, Orte, die sich mit der NS-Geschichte beschäftigen, wie jetzt das NS-Doku-Zentrum, wie der Obersalzberg, wie Nürnberg, aber vor allem natürlich auch Gedenkstätten, die haben ja einen klaren Bildungsauftrag. Ja, das ist ja, wird ja auch schon auch von außen an uns herangetragen und sicherlich auch nicht zu Unrecht. Das lässt sich zumindest auf den ersten Blick mit dem Phänomen Massentourismus nur schwer in Verbindung bringen. Wie will man nachhaltige Bildungsarbeit betreiben mit einem Publikum von Menschen aus aller Welt, die vielleicht anderthalb, vielleicht auch mal 2 oder 3 Stunden kommen, auf die Gedenkstätte Sachsenhausen bezogen, dann das normale Berlin-Programm mitnehmen, sage ich mal salopp, um dann wieder nach Hause zu fahren. Das ist natürlich nicht ganz leicht, diese Erwartungen zu erfüllen, die häufig an uns herangetragen werden. Und trotzdem, es ist, wie Frank sagt, die Hälfte der Besucherinnen und Besuchern vielerorts, manchmal sogar noch deutlich mehr als die Hälfte. Und jeder Besucher und jeder Besucherin ist es wert, dass man sich ihr oder ihm widmet. Und insofern, wir wollten auch diese immer noch vorhandene, zumindest unserer Meinung nach immer noch vorhandene Haltung, sage ich mal, des Phänomens Tourismus dann doch eher mit spitzen Fingern anzufassen, weil Massentourismus und Bildungsauftrag einfach nur schwer kompatibel sind. Das wollten wir auch durchbrechen. Erstmal, um zu deutlich zu machen, es ist ein wichtiger Analysegegenstand und nichts, was man wegschieben sollte. A. B. Aber auch eben in dem Bewusstsein, jetzt in der Verantwortung für ein Dokuzentrum oder jetzt von Gedenkstätten, wir müssen diese Gruppe auch, diese große Gruppe auch als Besucherinnen und Besucher ernst nehmen und auf die verschiedenen Formen auch von Reisen verweisen, die der Begriff ja beinhaltet. Da kann Beate ja nochmal sehr profund auch dazu Auskunft geben. Uns schien eben auch so wichtig, dieser Begriff, sage ich mal, eine griffige Formel war, um auf ein Phänomen aufmerksam zu machen. Und Dark Tourism ist da natürlich wirklich eine sehr, sehr griffige Formel, die auch breit rezipiert ist. Aber mittlerweile verdeckt eben dieser Begriff, der assoziiert wird mit Gruselreiz und mit dieser Lust am Verbrechen, gucken und an der Blick durch Schlüsselloch auf die Massenverbrechen, sage ich mal, der verdeckt eben die vielfältigen Formen des Reisens, die damit verbunden sein können. Und das war uns eben auch wichtig, das mal aufzubrechen und zu zeigen, wir müssen diese Besucherinnen und Besucher ernst nehmen und auf die Vielfalt von touristischen Annäherungen verweisen, die sich eben schlecht eigentlich auf einen Begriff bringen lassen. Mit dieser Vielfalt umzugehen, mit diesen diversifizierten Erwartungen ist sicherlich eine Herausforderung, die sich dann stellt für die Gedenk- und Erinnerungsorte und Dokumentationszentren. Aber Sie haben schon genannt, eben ein Teilphänomen dieser Vielfalt, die unter dem Begriff Dark Tourism zu fassen ist. Haben Sie, Frau Meyer, mit Ihrem Beitrag behandelt, indem es eben um Reisen von Überlebenden und ihren Nachkommen in ihre ehemaligen Heimatländer geht. Eine Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet, Herr Bajor, Herr Drekol. Die wäre, ist dieser Tourismus denn tatsächlich als Dark Tourism zu bezeichnen? Wenn man Ihre weite Definition nimmt, ja. Aber vielleicht können Sie dazu noch was sagen, Frau Meyer. Sie sind stumm. Gut, jetzt nicht mehr. Dark Tourism ist es in dem Sinne, als sich die jüdischen Besucher
emigrierte Juden und ihre Nachfahren den düsteren Kapiteln der Familiengeschichte widmen wollen. Nicht dem Holocaust selber, der fand ja eher selten dann also in den ehemaligen Heimatstädten statt, aber der Vorstufe. Also wenn deutsche Juden emigrierten, und Sie wissen ja, rund 2/3 sind emigriert, ließen sie in der Regel Familienangehörige zurück, oft die ältere Generation, die dann noch Monate, Jahre in Deutschland lebten, in immer härterer Verfolgung lebten, umziehen mussten, in Judenhäuser Zwangsarbeit leisten und so weiter. Und von diesen Verwandten erfuhren die Immigranten in der Regel nichts. Und sie erfuhren oft auch später nur ganz rudimentär, was ihnen geschehen ist. Gleichzeitig war aber auch ihre eigene Familiengeschichte abgeschnitten, also in dem Moment, wo sie weggegangen sind. Und das, was ich jetzt untersucht habe, ist kein organisierter Tourismus, sondern also ein anarchisch gewachsener, fast individueller, aber eben dann doch nicht individuell, weil er also kombiniert, also bei uns hier in Hamburg mit den Stolpersteinreisen, in München wäre also zu erwarten, ob die Erinnerungszeichen auch sowas generieren. Aber also bei uns seit über 20 Jahren kommen jährlich, quantifizierbar ist das kaum, aber Hunderte von Menschen, zunächst die ältere Generation, jetzt aber auch die zweite und dritte Generation, und wollen die Städten sehen, wo ihre Verwandten gelebt, gearbeitet, gelitten haben. Sie wollen auch die Friedhöfe sehen der Vorfahren. Sie wollen oft auch die Akten sehen im Staatsarchiv, die die nächsten Generationen meistens schon gar nicht mehr lesen können, aber die Ehrenamtlichen in diesem Stolperstein-Projekt begleiten sie dann und öffnen ihnen auch die Türen ins Staatsarchiv. Es war auch kein leichter Akt, dort hineinzukommen mit unangemeldeten Besuchern. Aber alles das hat sich inzwischen reguliert. Und sie wollen natürlich die Stolpersteine sehen. Ein Erinnerungszeichen, was den Namen also ihrer Verwandten trägt. Und das oft nicht nur einmal, sondern also viele kehren dann wieder und andere Zweige der Familie schließen sich an. Und ich finde, das ist eine Art von Tourismus, der also für beide Seiten, diejenigen, die also helfen, die Straßen zu finden, wo die Leute gewohnt haben, auch wenn die Häuser vielleicht nicht mehr stehen, die alten Schulen zu finden und so weiter, die werden dadurch bereichert, aber eben auch die Menschen, die kommen. Oft bleibt das auch keine Einbahnstraße, wobei die Reisen nach Deutschland natürlich quantitativ sehr viel größer sind. Dieses sogenannten Heritage Tours sind ja auch ein Phänomen, zum Beispiel von israelischen oder amerikanisch-jüdischen Gruppen, zum Beispiel nach Polen oder nach Auschwitz. Wodurch unterscheiden sich diese Reisen von anderen des Dark Tourism, etwa von denen der Erben der Tätergesellschaft? Ist die Frage noch an mich gerichtet, oder? Wer immer sich berufen fühlt, sie zu beantworten. Also ich würde erstmal sagen, in erster Linie auch also darin, dass also das organisierte Reisen sind, die also Ziele haben. Sie sollen Identität bilden, Nationalbewusstsein bilden. Sie werden in größeren Gruppen organisiert und führen ja meistens, also jetzt die Gruppenreisen israelischer Jugendlicher dann also direkt zu den Gedenkstätten. Das, was ich eben geschildert habe, ist sehr viel breiter gedacht. Wobei also in dem Band, den ihr beide rausgegeben habt, ja eben auch Beiträge sind über diese Reisen, zum Beispiel israelischer Jugendlicher
die Folgen, die die generieren, einerseits das durchaus Interesse, dann auch wieder von der organisierten Gruppenreise herkommt, an der individuellen Familiengeschichte erzeugt wird. Zum anderen aber auch, also ist auch ein sehr schöner Beitrag drin, also über satirische Kritik, weil nicht alle israelischen Jugendlichen stammen von aschkenasischen Juden ab und die nehmen dann diese Reisen auch durchaus aufs Korn. Aber das wollt ihr vielleicht, Frank oder Axel, noch weiter ausführen? Gerne. Ja, das hast du ja im Grunde genommen schon gesagt. Also das sind grundsätzlich anders strukturierte Reisen, die in Israel doch durchaus in der Öffentlichkeit teilweise stark kritisiert werden wegen ihres kanonhaften Charakters und weil da angeblich zu wenig Gelegenheit auch zu individueller Reflexion da ist. Aber das haben wir in den Beiträgen, die auf der Konferenz in Glasgow teilweise auch gehalten und vorgetragen wurden, gesehen. Vielfach löst das sehr wohl dann das Bedürfnis nach Reflexion über die eigene Familiengeschichte aus. Also ein israelischer Jugendlicher sagt dann zu der Mutter, zum Vater, wir haben eine Urgroßmutter in Polen gehabt, davon weiß ich ja gar nichts, wer war die denn? Dann gehen die nach Yad Vashem, informieren sich über diese Form der Familiengeschichte und es findet auf einmal eine Form der Familienforschung und der Vergegenwärtigung auch der eigenen Geschichte statt, aus einem Kontext heraus, der eigentlich hochorganisiert und standardisiert gewesen war, sich aber dann in einer ganz anderen Weise weiter fortsetzt und so ein bisschen gleicht dem, was Beate vorhin beschrieben hat, dass es sozusagen individuelle Zugänge zur jeweiligen Familiengeschichte, auch zur Verfolgungsbiografie gibt, die an deren Anfang oft auch, das muss man sagen, gerade bei den Reisen deutscher Jüdinnen und Juden in die ehemaligen Heimatstädte wiederum organisierte Einladungen, also zu organisierten Reisen gestanden haben. München war ja die erste Stadt 1960, 61 in Deutschland, die zum ersten Mal ehemalige jüdische Bürgerinnen und Bürger wieder eingeladen hat, auch mit durchaus dem Impetus, denen zu zeigen, einen erfolgreichen Wiederaufbau und dass man sich doch entsprechend geändert habe und so etwas wie auch Distanz zu demonstrieren zur Vergangenheit. Und so haben wir vielfach, wenn wir das mal im Längsschnitt betrachten, also zum Beispiel diese Reiseform von organisiert, individuell, es mit vielfachen Wechseln zu tun, die nochmal das unterstreichen, was wir anfangs gesagt haben. Es wär zu einfach, die mit einem einfachen Etikett nur zu versehen, sondern worauf es ankommt, ist, das in diesen ganzen Wechselwirkungen und Folgewirkungen auch in den Blick zu nehmen. Und gewissermaßen auch im zeitlichen Kontinuum und im zeitlichen Längsschnitt zu sehen, da gehen einem entsprechende Zusammenhänge dann, werden einem klarer. Es war jetzt schon des Öfteren so, das Bedürfnis nach Authentizität kam als Motiv zu Wort, dass man den historischen Ort aufsucht, um zu vergegenwärtigen, was stattgefunden hat, eben auch vor dem Hintergrund dessen, dass die Ära der Zeitzeugen zu Ende geht. Ich kann mich erinnern, ich war Mitte der 90er Jahre in Krakau. Da war gerade Schindlers Liste gedreht worden und es gab Heerscharen von Besucherinnen und Besuchern, die also in dieses wieder aufgebaute, also auf den Filmset des wieder aufgebauten KZ Plaszów gepilgert sind und sich dort sehr betroffen umgesehen haben, während wenige Kilometer weiter eben die Gedenkstätte Auschwitz war, die da nicht im Besuchsprogramm vorgesehen war. Heute hat man das mit den Touren in Kazimierz, in dem ehemaligen jüdischen Viertel, das in dem Film zum Ghetto gemacht war. Also Dark Tourism ist nicht unbedingt nur das Aufsuchen authentischer Orte, sondern man hat auch so eine Überlagerung von
virtuellen Orten oder von Orten, die über Filme und andere Medien reproduziert werden. Also das ist doch auch eine ganz große Herausforderung, denke ich, mit der man umgehen muss. Und das ist auch ein großes Problem, um da einzuhaken. Also viele glauben ja, die nach Krakau kommen und dann das ehemalige jüdische Ghetto besuchen wollen, dass das in Kazimierz sei, weil Steven Spielberg das für den Film dorthin verlegt hat. Es war aber jenseits der Weichsel in Podgórze, im benachbarten Stadtteil. Nur da geht dann kaum jemand hin, weil, und wenn dann Führer durch Kazimierz auch darauf hinweisen, werden sie von Besuchern auch noch korrigiert und müssen sich sagen lassen, nein, wir haben das ja in Schindlers Liste gesehen. Also der Film, die filmische Vergegenwärtigung dieser Vergangenheit wird auf einmal zur historischen Realität und auch beständig damit verwechselt. Das ist natürlich in der Tat so ein Problem. Und wenn ich nochmal auf zwei weitere Probleme zu sprechen kommen darf, die mit sozusagen diesem Tourismus und Holocaust-Erinnerung so ein bisschen zu tun haben. Wir haben eine ganz starke Konzentration des Tourismus auf das ehemalige Lager Auschwitz, das natürlich sehr bedeutend gewesen ist. Damit einher geht dann aber in den landläufigen Vorstellungen, dass der Holocaust vor allen Dingen in Konzentrationslagern wohl stattgefunden hat. Und und Auschwitz hat so eine spezifische Ikonografie, die es sozusagen dieser Erinnerung überstülpt. Wachtürme, Baracken, Zäune, das Lagertor, Arbeit macht frei. Das sind sozusagen, man spricht von Holocaust-Icons, also in der wissenschaftlichen Diskussion. Und damit werden bestimmte Elemente des Holocaust überbetont, die früher auch in der Holocaust-Forschung sehr stark Beachtung gefunden haben. Also der Holocaust mit Konzentrationslagern verbunden, mit Deportationen, organisiert von oben nach unten. Die Forschung hat sich aber seit den 1990er Jahren viel weiter östlich begeben, an diese zahllosen Stätten des Massenmordes und der Massenerschießung in der Ukraine, in Ostpolen, im Baltikum, in der ehemaligen Sowjetunion, hunderte von Tatorten. Und da war der Holocaust überhaupt nicht organisiert, sondern es war eine Abfolge blutiger, chaotischer Massaker, wie man sich schlimmer kaum vorstellen kann. Das ist erinnerungskulturell kaum präsent, weil Touristen verirren sich nicht an diese Städten, an denen ja jetzt erstmal unter touristischen Gesichtspunkten auch wenig zu sehen ist. Man sieht dort Mücken umschwirrte Wiesen und Wälder. Die Leichen liegen verbrannt und sozusagen unter der Grasnarbe, muss ich das so vorstellen. Und dann gibt es dort auch keinen entsprechenden Tourismus, der jetzt in der Lage wäre, sozusagen diese Seite des Holocaust, die ja für die Forschung von zentraler Wichtigkeit geworden ist, seit den 1990er Jahren entsprechend abzubilden. Und dann wird aber leider stellenweise der Versuch unternommen, das ist mein zweiter Punkt, an solchen Orten, wo dann anders als bei ehemaligen Konzentrationslagern man nicht so viele authentische Zeugnisse präsentieren kann, weil eigentlich gar nichts mehr zu sehen ist, gewissermaßen künstliche Landschaften, Erinnerungslandschaften zu schaffen. Ich will mal zwei Beispiele nennen. In der Stadt Lemberg, Lviv, ein Areal Territory of Terror heißt das. Das ist also eine künstlich nachgebaute Landschaft, die wie eine Mischung aus stalinistischem Gulag und nationalsozialistischem KZ aufgebaut ist. Also auch der Viehwaggon als Symbol für die Deportation, Wachtürme wie beim Gulag und dergleichen mehr. Bildnis von Stalin rechts, Bildnis von Hitler links. Und es wird in so einer Kunstlandschaft werden sozusagen unterschwellig wird versucht, Erwartungen möglicher Besucher, diesen Erwartungen gerecht zu werden, die dann zum Maßstab für die Vergangenheit werden, respektive dazu führen, dass immer wieder dieselben Icons sozusagen im Bild über den Holocaust bestätigt werden. Zweites Problem sehen wir im Moment in Babi Yar, also bei Kiew, diese schrecklicher Ort, wo im September 1941 über 33.000 Jüdinnen und Juden erschossen wurden. Da ist nichts zu sehen, aber es soll eine riesige
Gedenk- und Erinnerungslandschaft aufgebaut werden mit einem Art Director, der ein russischer Regisseur ist, der relativ bekannt und auch berüchtigt war für so Reality-Inszenierungen und der ganz offenbar auch versucht, Besucherinnen und Besucher in die Rollen der ehemaligen Täter und der Opfer hineinversetzen zu wollen. Da sind wir dann von so einem Holocaust Disneyland nicht mehr weit entfernt, wo irgendetwas mangels der Sichtbarkeit authentischer Zeugnisse nachinszeniert wird. Und darin liegt natürlich eine eminente Gefahr. So sehr, das will ich nochmal unterstreichen, Axel wird dazu sicher gleich nochmal was sagen, so sehr es natürlich darauf ankommt, dass man die touristischen Besucher auch in ihren Bedürfnissen ernst nimmt, kann man dennoch nicht ihnen einfach gewissermaßen, also versuchen, ihre visuellen Erwartungen einfach nur zu erfüllen, sondern vielleicht ist es auch Aufgabe, bestimmte Erwartungen produktiv zu erschüttern und vor allem sie in der kurzen Zeit, in der sie da sind, zu einer weiteren Beschäftigung mit dieser Vergangenheit anzuhalten. Also, dass das nicht so eine Eintagsfliege bleibt, auch da hat man sich mal kurz umgetan und dann war es das, sondern dass sie vielleicht auch einen Anstoß gewinnen, sich doch länger und auf anderen Ebenen mit dieser Zeit weiter zu beschäftigen. Das wäre gewissermaßen das Ziel. Ich würde ganz kurz, bevor Axel darauf antwortet, noch einen Einwurf machen. Diese Konzentration auf Auschwitz bedeutet natürlich gleichzeitig auch eine Verengung von Auschwitz. Das Bildungswerk Stanislav Hansch also bietet ja beispielsweise auch Reisen nach Auschwitz an. Die dauern aber nicht 2 oder 3 Stunden, sondern sie dauern 5 Tage. Und sie nähern sich diesem riesigen Gelände mit Bus und zu Fuß und also beziehen also auch die Gebiete ein, die also nicht also direkt zum Denkmal gehören, sondern wo verfallene Fabriken stehen, wo Häftlinge, jüdische Häftlinge Widerstand geleistet haben. Sie zeigen die Gärten von Polen, die da leben, also die immer noch die Splitterbunker, also für die SS-Leute, also für die Bewacher im Garten haben und so weiter. Also dort über diese Reisen, die Steffen Henschen eben auch sehr plastisch beschreibt in seinem Beitrag in dem Buch, erfährt man auch ein ganz anderes Auschwitz. Nur das wollte ich sagen, also bevor es zu den Gedenkstätten geht. Also wenn ich das einfach aufgreifen darf, ich glaube, was wir berücksichtigen müssen, ein allgemeines Phänomen, was nicht nur ein touristisches ist, das ist eine Art Verselbstständigung des Holocaust. Also wir verlieren, und das kann man, glaube ich, schon als, das würde ich mit Sorge betrachten, dass wir bei dem Begriff Holocaust und mit dem, was assoziiert wird, damit zunehmend die Empirie und die historischen Ereignisse verlieren. Das wird so eine Chiffre. Es gibt ja mittlerweile den Begriff Holocaust für alle möglichen anderen Arten von Massenverbrechen, ob brauner, roter Holocaust oder von rechts außen der Bomben-Holocaust oder also es gibt ganz viele verschiedene Verwendungskontexte und das droht natürlich dann diesen Begriff zu enthistorisieren und das ist natürlich, kann nie in unserem Sinne sein. Und das trifft auch für den Tourismus zu. Und das würde ich sagen, müssen wir bei Touristinnen und Touristen beachten. So würde ich sagen. Natürlich hat Frank recht, dass wir das, wir müssen das im Bewusstsein haben, wenn wir solche Besuchsgruppen haben. Das erste ist, weil wir von Holocaust-Icons gesprochen haben. Ich meine, Tourismus insgesamt, wenn Sie sich Postkarten angucken oder Flyer, ist auf schnellen Konsum ausgerichtet. Das heißt, es geht um visuell schnell fassbare tatsächlich Icons. Das ist typisch touristisch, will ich mal sagen. Das heißt, die Reduktion auf und symbolische Verdichtung von Geschichte auf wenige, aber besonders eingängige Motive, so will ich das mal sagen. Das Zweite ist, was auch typisch touristisch ist, deshalb ja auch die Begriffe wie Zeitreisen, also Tourismus ist was Außeralltägliches, erstmal Tourismus insgesamt. Ich suche in der außeralltäglichen Erfahrung, die ich im Alltag nicht mache oder nicht machen kann. Und verbunden mit Geschichtsreisen ja offensichtlich die Annahme, im Außeralltäglichen könne ich auch in die Vergangenheit reisen, um dann in der Vergangenheit verdinglich der Vergangenheit zu begegnen. Na, also deshalb haben Sie in Dresden werden alte Ensembles wieder hergerichtet, überall boomen auch Ausgrabungen etc., weil mit dem Tourismus eben die Annahme verbunden wird, auch ich könne in die Zeit reisen und dann der verdinglichten Vergangenheit wirklich begegnen. Nun ist es so, dass wir in den Gedenkstätten genau das ja nicht wollen. Wir sagen, man fährt eben in eine Gedenkstätte und nicht in ein Konzentrationslager, wenn man uns aufsucht, weil die Spuren häufig verwischt sind, weil bauliche Überformungen stattgefunden haben etc.
Also das sind Annahmen, die wir dann entsprechend eben in eine andere Richtung lenken wollen. Ich mag diesen Begriff brechen nicht im Zusammenhang mit Besucherinnen und Besuchern, aber wir versuchen zumindest eben entsprechende Kontexte herzustellen und eben zu Spurensuche aufzufordern, zu quellenbasierter Spurensuche, um solche Bilder eben zumindest andere entgegen, zu wesentlich differenzierter entgegenstellen zu können, um eben zu kritischer Reflexion aufzurufen. Und das scheint mir besonders wichtig, auch in Anbetracht dessen, was Beate und Frank gesagt haben. Natürlich mussten wir von der Ortsgeschichte kommen. Es geht um das Leiden in Sachsenhausen von 200.000 Menschen und um das Sterben von mehreren 10.000 Menschen, die teilweise systematisch umgebracht worden sind. Das ist der Ausgangspunkt und muss er sein, unsere Erzählung, beziehungsweise der Täterinnen und Täter und der Gesellschaft, die diese Orte umgeben hat. Das sind natürlich zwei ganz besonders wichtige Aspekte. Aber wegen dieser Annahme des Tourismus in die Zeit, in die Vergangenheit reisen zu können und der dinglichen Manifestation von Vergangenheit begegnen zu können, genau da scheint mir auch das Problem zu liegen, wie Frank es geschildert hat, das, was heute Mücken umschwirrte Wälder sind und Wiesen dort, wo früher der Holocaust in seiner Quantität vor allem stattgefunden hat, nämlich bei Massenerschießungen, da ist dinglich halt nichts mehr vorhanden und insofern auch touristisch ganz schwer zu erschließen. Und mir scheint es schon auch Aufgabe der Gedenkstätten vermehrt zu sein, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, den Kontext herzustellen, auch in dem, was wir präsentieren. Es muss von der Ortsgeschichte kommen, das ist keine Frage. Wir können jetzt nicht anfangen, lauter allgemeine NS-Ausstellungen an den Orten zu machen, die dann alle auch gleich wären irgendwo. Aber wir müssen diesen Kontext noch stärker herstellen, als wir es bisher tun. Dass diese Orte, die wir repräsentieren, furchtbare Orte des Leides gewesen sind, des zehntausendfachen Leides, dass sie aber einzubetten sind in einen wesentlich größeren Zusammenhang. Und das, glaube ich, sage ich selbstkritisch, kann das aber auch mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen so formulieren, dass wir da noch uns intensiver auch mit diesen Kontexten beschäftigen könnten und vielleicht und wahrscheinlich auch sollten. Da stellen sich mir noch zwei Fragen. Und zwar die eine, inwiefern unterscheiden sich dann diese Orte des offensichtlichen Leidens und Sterbens, also KZ-Gedenkstätten, von Orten der totalitären Macht, wie es zum Beispiel wie es der Obersalzberg repräsentiert, was die Motive der Touristen angeht und wie geht man damit um an den unterschiedlichen Orten? Ja, also ich versuche es kurz zu machen, weil die Frage ist jetzt wohl zunächst mal an mich gerichtet, nachdem ich an beiden solchen Orten auch Verantwortung getragen habe. Also ich würde mal sagen, ich fange mal mit den Gedenkstätten an. Natürlich, erstmal sind das internationale Friedhöfe. Und Beate hat eindrucksvoll berichtet von Gruppen, und Frank hat das ja auch erwähnt, die nach Angehörigen suchen gezielt oder beim Besuch auf Familiengeschichte aufmerksam gemacht werden. Und das darf man wirklich nicht vergessen. Deshalb will ich das auch gar nicht gering achten, dass es auch mit der Suche nach verdinglichter Geschichte verbunden ist. Denn Friedhöfe sind auch manifestiert durch Grabsteine, also auch ja verdinglichte Erinnerung. Und das ist schon mal ein fundamentaler Unterschied. Gedenkstätten sind Friedhöfe mit vielen Menschen, die dort Familiengeschichte manifestiert haben. Natürlich ganz furchtbare Teile der Familiengeschichte, aber sie haben einen Ort, den sie mit Familiengeschichte in Verbindung bringen und auch viele, die diesen Ort als Möglichkeit nehmen, ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Deshalb spielen auch rituelle Formen des Gedenkens in Gedenkstätten und auch zu Recht eine große Rolle. Ja. Was den Massentourismus angeht, würde ich sagen, ist der Hauptunterschied, dass es schon darum geht, an Gedenkstätten historische Tatorte aufzusuchen. In dem Sinne von hier ist es gewesen, so schwierig der Begriff Authentizität ist. Das ist natürlich auch immer eine Zuschreibung, was ist schon authentisch. Aber das hier ist es gewesen, wenn man das als Authentizität beschreiben will, dann ist das ein authentischer Geschichtsort, denn es hat sich tatsächlich dort ereignet. Beim Obersalzberg und bei anderen Orten, ich weiß nicht, ob Sie das fürs NS-Doku-Zentrum auch bestätigen würden, ist es schon auch der Blick durch Schlüsselloch. Also ich sag mal, wenn ich verstehe, oder es ist der Versuch, so habe ich das am Obersalzberg häufig erlebt, da hat man einen Massenmörder, der da ein Drittel seiner Amtszeit verbracht hat, auch wenn man überhaupt wenn man öffentlich und privat trennen will bei Hitler, was schwer möglich ist, aber wenn man es denn doch tun will, der auch sowas wie Privatleben dort verbracht hat,
Also ich glaube, ein wesentliches Motiv beim Obersalzberg ist weniger dieses am authentischen Ort, den authentischen Ort von Massenverbrechen aufzusuchen, sondern eher diese Frage, wie muss ein Mensch eigentlich sein oder wie muss ein Mensch werden oder wie muss er sich verhalten, damit er ein millionenfacher Massenmörder wird oder ist und wie kann ich mich dem nähern? Und da liegt es recht nahe, auch wenn wir natürlich immer versucht haben, auch am Obersalzberg klarzumachen, dass dieser Schlüssellochblick nur bedingt erklärungskräftig ist. Aber es liegt schon nahe, aus Sicht der Besucherinnen und Besucher genau nach dem Privatleben zu fragen. Denn wie muss denn hinter dem Politiker der Mensch sein, der sowas verursachen kann und für solche furchtbaren Verbrechen Verantwortung tragen kann? Also beim Obersalzberg war es, glaube ich, sehr stark diese Suche nach dem, welche Menschen sind es eigentlich, die sowas verantworten? Ich habe auch, ich weiß nicht, ob die Kollegen und Kolleginnen mir in Nürnberg widersprechen würden, aber ich glaube, auch da ist es so der Versuch, immer am Reichsparteitagsgelände hinter die Kulissen einer solchen Inszenierung mal gucken zu können, um besser zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein Regime und wie konnte das so erfolgreich sein? Daran anschließend noch eine andere Frage. Der Obersalzberg hat ja eigentlich, ist ja auch deswegen entstanden, die Dokumentation, weil der Ort nach der Freigabe durch die US-Armee frei wurde und Menschen, Touristen an diesen Ort kamen und das Bedürfnis hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann sah man, man kann diesen Ort nicht ungestaltet lassen. Man muss irgendwie mit diesem Ort umgehen. Eine Frage vielleicht auch noch an den Herrn Bajor. Kann Dark Tourism vielleicht auch die Auseinandersetzung mit solchen Lost Places befördern? Kann der Tourismus zum Beispiel in Osteuropa Geschichtsprojekte oder Gedenkinitiativen sogar befördern oder vielleicht gar initiieren? So wie es beim Obersalzberg ja so ein bisschen der Fall war. Ich würde sagen, ja, bedingt, ja, ganz sicher. Das kann man in einzelnen Orten auch sehen, in Krakau, also wenn man an dieses Museum der ehemaligen Schindlerfabrik zum Beispiel denkt, das wäre ja gar nicht entstanden, wenn es A, diesen Film Schindlers Liste nicht gegeben hätte und B, den Tourismus nicht gegeben hätte. Die hätten vermutlich das Gebäude einfach alles abgerissen und es wäre nichts aufbewahrt oder bewahrt worden oder nichts dargestellt worden. Und dann, da gibt es natürlich entsprechende Initiativen auch vor Ort, die sich da engagieren, Kolleginnen und Kollegen auch von polnischen Universitäten, die teilweise sich da engagiert haben, sodass sozusagen ein touristischer Impuls auch nachhaltige Aktivitäten zur Vergegenwärtigung dieser Vergangenheit ausgelöst hat. Skeptischer bin ich, da haben wir auch den einen oder anderen Beitrag, etwa von Gael Fischer in dem Band, wenn es um so Orte geht, die sehr weit ab von touristischen Pfaden sich befinden. Also das heutige Transnistrien, also in diesem Grenzraum zwischen Rumänien, Russland, da ist gewissermaßen wenig zu sehen. Es gibt auch keine entwickelte touristische Infrastruktur. Das ist allerdings ja für die Geschichte des Holocaust Transnistrien ein ganz zentraler Raum mit ungeheuren Massenverbrechen, ganz überwiegend übrigens von Rumänen verübt, stattgefunden haben. Insofern von der historischen Bedeutung her wäre es unbedingt wert, dass da mehr passiert. Aber faktisch kann man sehen, dass mit dem Wegsterben sozusagen der letzten Zeitzeugen oder der Personen, die an diesen Orten versucht haben, in den letzten Jahrzehnten oder auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sowas wie Erinnerungsarbeit zu betreiben, dass es dabei aber nicht weit her ist. Und da wäre ich skeptisch, ganz einfach aus dem Motiv, das ich schon genannt habe, Touristen wollen häufig etwas sehen. Ja, und wenn da nichts zu sehen ist, salopp formuliert, und
man im Grunde genommen auch nicht verantwortbar jetzt irgendeine Kunstlandschaft dahinstellt, die bestimmte Erwartungen und Bedürfnisse befriedigt, dann ist es schwer, also solche Bereiche in touristische Strukturen einzubinden, respektive dann aus diesen Strukturen auch wieder eine weiter länger anhaltende Beschäftigung damit zu generieren. Das funktioniert für bestimmte Orte, für viele aber durchaus nicht. Ich bin gespannt, ob das in Babi Yar oder wie das jetzt zukünftig dort funktioniert, wo ja eine Gedenklandschaft mit dem Geld russischer Oligarchen, by the way, in großem Stil entstehen wird. Und ja, das wird so eine Art Lackmustest bei der Frage, was entwickelt sich dann auch für Gedenkkultur in der Ukraine und für die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die ja dort auch außerordentlich vielfältig ist. Ich fahre da gelegentlich auch mit Studierenden hin und wir sind immer geplättet, dass ein Denkmal des Nationalistenführers Stepan Bandera auf dem Gelände des ehemaligen jüdischen Ghettos steht, dass wir in einem Hotel absteigen, wo der Straßenname nach Massenmördern des Holocaust benannt ist, ukrainischen, also Angehörigen der Organisation ukrainischer Nationalisten und dergleichen mehr. Da gibt es einen massiven Nachholbedarf. Mhm. Da kann man nur hoffen, dass dann über solche auch touristisch oder einen vermehrten Tourismus eben auch nochmal sowas wie die Bedeutung dieses Ortes unterstrichen wird und dadurch Anregungen kommen, sich dann auch gesamtgesellschaftlich stärker mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen. Mhm. Das wäre also dann doch so eine initiatorische Funktion oder Rolle des Tourismus. Ich sehe gerade, wir haben auch schon Fragen aus dem Publikum. Ich halte mal einfach dieses Buch hoch, damit es, oh, das ist natürlich spiegelverkehrt jetzt, aber damit es einmal gesehen worden ist. Okay, gut. Dann komme ich zur ersten Frage. Inwieweit kann man sagen, dass diese Reisen ritualisiert sind und bestimmtes Verhalten normativ vorgeschrieben ist? Jetzt weiß ich leider nicht genau, was mit diesen Reisen gemeint ist, da wir ja jetzt die ganze Vielfalt von Dark Tourism angesprochen haben. Aber ich nehme an, dass es sich um Gruppen, organisierte Gruppenreisen handelt bei der Frage. Also inwiefern bestimmtes Verhalten normativ vorgeschrieben ist. Beate, willst du dazu was sagen? Bei dem, was ich beschrieben habe, ist das natürlich am allerwenigsten der Fall. Also weil die Leute kommen zu einer Zeit auf eigene Kosten, zu einer Zeit, also die ihnen passt, also die Länge des Aufenthaltes ist da. Sie geben ihre Wünsche bekannt, meistens vorher schon, damit die Leute, die sie vor Ort begleiten, sich auch darauf einstellen können. Und da gibt es natürlich keine Vorschriften. Das wird individuell ausgehandelt, wie man sich verständigt, was man macht. Also und so bei den Reisen beispielsweise, also vom Bildungswerk Stanislav Hantsch gibt es ein Programm und das sollte man auch weitgehend mitmachen, aber es wird nicht sanktioniert, wenn man das nicht tut. Es gibt nicht jetzt wie beim Besuch des Stelenfelds in Berlin, also Vorschriften, dass man nicht essen darf oder so. Aber ich denke, jeder, der so eine Reise mitmacht, also würde sich sowieso angemessen verhalten. Andererseits, also von den Gedenkstätten wie also Auschwitz gibt es natürlich Vorgaben. Also vor bestimmten Vitrinen darf man, glaube ich, 30 Sekunden stehen. Aber das hängt damit zusammen, wie die den Massenansturm handeln. Ja, also, was man vielleicht nur ergänzend sagen kann, ich müsste jetzt bei uns noch meiner Pädagogik auch nachfragen, aber ich glaube, so sehr starke Normatierungen im Vorfeld weniger. Was man aber wohl sagen muss, ist zumindest bei vielen Gruppen, dass es einen gewissen Erwartungsdruck gibt, der individuell aufgebaut wird. Also, dass man von vornherein das Gefühl hat, man muss sich so und so verhalten. Das kann also eine Anspannung tatsächlich erzeugen, dass das angesichts des Themas und auch der medialen großen Präsenz, das habe ich auch nochmal von ICANS geredet, in Sachsenhausen ist es der Turm A, der Eingangs, das Eingangstor mit Arbeit macht frei, das allgemein bekannt ist. Es gibt diese ICANS, die eben auch international bekannt sind und die im Vorfeld auch schon
diese Bilder konsumiert werden und dass man selbst sich unter einen gewissen normativen Druck stellt, dass man sich auch angemessen verhält, wenn man dann tatsächlich damit dinglich konfrontiert ist. Das ist sicherlich so. Und das hat nicht nur was mit angemessenem Verhalten zu tun, das würde ich auch als Verantwortlicher für eine Gedenkstätte erwarten, sondern tatsächlich auch ein unguter Druck, so ein bisschen in so einer Hab-Acht-Stellung bloß nichts falsch machen und bloß auch nichts Falsches fragen und sich in irgendeiner Form inadäquat verhalten. Das versuchen wir dann eher abzubauen. Ja. Ich will vielleicht nochmal ergänzen, weil die Frage nach dem Ritual war. Das ist natürlich etwas, was durchaus problematisch ist, denn solche Reisen sollen ja keine Pilgerfahrten in so einem quasi religiösen Sinne sein, wo dann irgendeine Art Erweckungserlebnis oder am Ende eine Erlösung oder sonst irgendwas steht, sondern diese Ritual, das soll ja gerade durchbrochen werden und am Ende so etwas wie eine persönliche Beschäftigung, eine persönliche Reflexion über das, was man da sieht, auch ausgelöst werden. Nicht so eine, am Ende so eine Art Katharsis stehen, jetzt fahre ich nach Auschwitz und komme als besserer, geläuterter Mensch wieder zurück. Also das wäre, glaube ich, nicht das, was mit solchen Reisen verbunden sein soll. Und insofern kommt es immer schon darauf an, genau diese Ritualisierung nach Möglichkeit zu vermeiden. Dann haben wir noch eine Frage, wie international ist dieser Dark Tourism etwa in den Gedenkstätten und was bedeutet das für die Aufbereitung der Inhalte dort? Ja, da kann ich vielleicht am Anfang gleich was dazu sagen. Und ausgesprochen international, selbstverständlich. Was heißt selbstverständlich? Nicht selbstverständlich, ausgesprochen international. Also Sachsenhausen hat 750.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr vor Corona. Dazu zählen Kreuzfahrtschiffe beispielsweise, die in Rostock anlegen und dann tatsächlich mit mehreren Reisebussen voll von Besucherinnen und Besuchern kommen. Viel aus Mittel- und Südamerika, insgesamt aus dem spanischsprachigen Ausland, aus Osteuropa, aus Asien, also wirklich aus aller Welt. Es ist genau so. Das stellt uns vor enorme Herausforderungen, selbstverständlich. Erstens alleine durch die Vielsprachigkeit, die wir anbieten und anbieten müssen. Das stellt uns aber eigentlich vor noch größeren Herausforderungen, denen wir nur bedingt gerecht werden können. Denn normalerweise müssten wir sagen, auch dass tatsächlich gibt es auch je nach Kultur auch unterschiedliche Zugänge zu Geschichte. Streng genommen müssten wir also, wenn wir Audioguides anbieten, gar nicht nur danach gucken, dass wir ihn übersetzen, sondern ihn auch möglicherweise ganz anders schreiben, um eben möglichst viele Menschen tatsächlich barrierearm oder sogar barrierefrei erreichen zu können. Ja. Das heißt, wir sind zwiegespalten, weil wir das natürlich auf der einen Seite sehr, sehr begrüßen, übrigens auch historisch, denn Konzentrationslager sind multinationale Zwangsgemeinschaften gewesen in Sachsenhausen, Menschen aus etwa 40 Nationen, die da in diesem Lagerdreieck zusammengepfercht waren. Und dass daraus, was Häftlingskomitees angeht, auch tatsächlich dann eine internationale solidare Gemeinschaft geworden ist, ja, heute, auch mit dem Gedanken des Grenzüberwindenden, den Gedenkstätten haben, mit dem Besucherinnen und Besucher aus aller Welt sich mit beschäftigen, um kritisch zu reflektieren. Das finden wir sehr wichtig. Ja, man darf aber nicht vergessen, dass wir leider weder über die finanziellen noch über die personellen Ressourcen verfügen, um dem wirklich adäquat gerecht werden zu können. Jetzt habe ich noch eine Frage, die, glaube ich, nicht ganz hierher gehört. Sehen Sie in Städten wie der in Gutmannshausen, Gedächtnisstätte e.V., einen Angriff auf die Erinnerungskultur in Deutschland? Also, die Umdeutung der Erinnerungskultur durch rechtsextreme Einrichtungen. Ja, also ich habe am Ende meines Beitrages für den Band darauf hingewiesen, dass dieser Stolperstein-Tourismus von zunehmenden rechtsextremen Aktivitäten schon aus meiner Sicht tendenziell bedroht ist, ja. Die Aktion jetzt so von Rechtsradikalen, Stolpersteine rauszureißen. Naja, sagen wir mal, die haben bisher auch das Gegenteil erzeugt, ein großes mediales Echo und meistens ist innerhalb von kürzester Zeit
ist das Geld zusammengekommen, also um diese Stolpersteine zu ersetzen. Und die Leute haben in der Zwischenzeit so sehr medienwirksame Aktionen auch gemacht, um darauf hinzuweisen. Aber das geht weiter und also da werden jetzt virtuell, also wird aufgefordert, also Stolpersteine mit dem Namen von deutschen Gewaltopfern also zu versehen. Das ist, glaube ich, ziemlich wirkungslos gewesen. Derzeit ist es im Rahmen der Querdenker-Demonstration also ein Thema. Und ich halte das schon tendenziell für gefährlich, weil es auch diese Brücken, die wir seit Jahren mühsam gebaut haben, also einzureißen droht, auf Dauer jedenfalls. Im Moment merken wir das noch nicht so. Also die Anmeldungen, also für Stolpersteine gerade von Angehörigen, also die steigen, die Leute kommen, sie kommen gerne. Also, aber man weiß nicht, wie lange das also geht und wie sehr diese Aktionen zunehmen. Also wir hören von Leuten aus Sachsen, dass also Neonazis sich an die Plätze stellen, wo Steine verlegt werden sollen und das aktiv zu verhindern versuchen. Und sowas kennen wir in Hamburg noch nicht. Ich hoffe auch, dass wir es nie kennenlernen. Aber ich denke schon, dass das eine Bedrohung ist, ja. Und bei den Gedenkstätten kommt das natürlich auch zum Tragen. Axel, du hast dein Mikro. Ich würde das dahingehend noch ergänzen. Ich stimme dir natürlich völlig zu. Ich denke, Frank will vielleicht auch noch was dazu sagen. Also was wir tun, hat eine stark normative Dimension. Natürlich kann man immer argumentieren, Geschichte ist immer Interpretationssache. Ja, das ist es natürlich auch. Aber wir sagen, es ist nicht frei interpretierbar. Das ist ganz klar. Es gibt eine normative Dimension. Also spätestens dann, die Grenzen sind vorher schon zu ziehen, aber spätestens dann, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ja, ich bestreite gar nicht, was hier passiert ist, aber das war doch gar nicht so schlecht. Spätestens dann ist das eine Interpretation, die wir vollkommen unzulässig halten. Ja, spätestens dann. Ja. Das heißt also, das gibt einen ganz klaren auch Wertebezug unserer Arbeit. Ne? Wir machen keine Wertevermittlung im Sinne, ihr müsst jetzt genau das mitnehmen. Das tun wir definitiv nicht, aber wir haben einen Wertebezug. Und ich würde mal sagen, ganz allgemein wird man sich darauf einigen können, dass beispielsweise das Grundgesetz mit der Unantastbarkeit der Würde und was damit eines jeden Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Hautfarbe, welcher Lebensweise er oder sie auch immer bevorzugt, dass das sicherlich was ist. Das ist ein Wertestandpunkt, den haben wir, wenn wir Gedenkstättenarbeit machen, diesen tiefen Respekt in einem humanistischen Sinne vor jedem Menschen. Und wenn ich mir angucke, deshalb wollte ich das nochmal hervorheben, was die AfD immerhin mit 24% in Brandenburg, zweitstärkste Partei, aber es wäre falsch, das nur auf die AfD beziehen zu wollen, was also Rechtsextreme oder Rechtspopulisten oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen, mit Sprache machen, dann macht mir das große Sorgen. Denn auf einmal werden, dadurch, dass es in Parlamenten Verwendung findet und häufige Verwendung findet, Rassismen, diskriminierende Äußerungen gegenüber Minderheiten wieder alltäglich, und zwar alltägliche Normalität. Und natürlich greifen wir das auf, arbeiten uns daran ab, weil wir natürlich sehr viel Wert darauf legen und legen müssen, das wieder dem etwas entgegenzustellen. Aber damit verstärken wir ja quasi die Verwendung solcher Begrifflichkeiten ungewollt nochmal. Das heißt, wir befinden uns schon fast so in sowas wie einem Teufelskreis. Und wir, wenn ich mal von Ausstellungen absehe, von dem visuellen Moment, das, was wir tun, ist sprachlich vermittelt. Ja? Und Politik ist sowieso sprachlich vermittelt. Das heißt, was dort geschaffen wird begrifflich, ist ja Realität. Das ist ja real und ist dann auf einmal in der Welt und verstärkt in der Welt. Und das macht mir schon große Sorgen, denn da verschieben sich Grenzen des Sagbaren ganz massiv in Richtung diskriminierende Sprache. Tabus werden gebrochen, die lange Gültigkeit hatten. Und ich glaube, wir alle, oder zumindest ich persönlich muss sagen, habe mich in der falschen Sicherheit gewogen. Lange Zeit hätte das nicht für möglich gehalten, was wieder salonfähig wird in relativ kurzer Zeit, wie ich finde. Vielleicht war ich da naiv, aber ich hatte da Fehlwahrnehmung, das muss man schon sagen. Also das ist das neben vielen anderen Aspekten, was mir ganz besondere Sorge macht. Und wenn man dann mal Kommentare auch in den Social Media anguckt, und man muss sich ja bewusst machen, Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Debatte findet zunehmend im Netz statt, nicht nur durch Corona, da ist Corona nochmal ein Katalysator. Und lesen Sie sich mal Kommentare genau durch, auch bei Sachsenhausen-Veranstaltungen, da wird Ihnen Angst und Bange und übel gleich mit. Also das ist schon was, das sollten wir sehr, sehr ernst nehmen und nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm.
Ich das noch ergänzen darf, also Axel hat völlig zu Recht darauf verwiesen, dass, und auch Beate, dass das sozusagen in der virtuellen Welt, wo die Leute in den Echokammern des Internets sich sozusagen untereinander austauschen und sich gegenseitig bestärken, durch andere Meinungen ungestört gewissermaßen sich immer stärker auch radikalisieren. Aber die Gefahr ist natürlich, dass das aus dieser virtuellen Welt, mit der wir manchmal konfrontiert sind, weil sich irgendwelche Trolle auf unseren Internetseiten mit idiotischen Kommentaren einfinden oder wir von wildfremden Leuten wüst beschimpft werden. Das kommt ja gelegentlich vor. Aber dass das herausschwappt aus der virtuellen Welt in die reale. Also wenn die anfangen, Stolpersteinverlegung zu stören oder zu unterbinden zu versuchen oder andere Dinge zu veranstalten, da hört es dann endgültig auf. Und da droht dann auch eine massive, gewissermaßen Formveränderung unserer Erinnerungskultur und eine Herausforderung. Es ist nicht nur Herr Höcke, der da jetzt seine Reden hält, sondern da gibt es ganz viele, die da unterwegs sind, sich gegenseitig bestärken und die dann möglicherweise irgendwann in der realen Welt dann auch sehr handfest bei Gedenkveranstaltungen und auch sonst wie auftauchen und und dann auch sehr real die Dinge in Frage stellen, die wir bislang noch für einigermaßen selbstverständliche Errungenschaften gibt es nicht. Es gibt keine Errungenschaft. Das ist ja irgendwann mal errungen und dann ist das so eine Art Standard und der setzt sich jetzt ungebrochen über Jahre und Jahrzehnte weiter fort, sondern das, was real da ist, muss ständig immer wieder neu bestätigt, erkämpft, erstritten und auch wieder beglaubigt werden durch eigene Aktivitäten. Und wenn sich alle zurücklehnen oder man da gar nichts macht, dann bekommen solche Leute Auftrieb und stoßen in die Lücken rein, die man da lässt. Mhm. Dazu passt die nächste Frage. Überfordert der Dark Tourism die Gedenkstättenarbeit auch? Weil Sie jetzt gesagt haben, man darf nie stehen bleiben, man muss immer weitergehen. Entschuldigung, eine zweite Frage war dabei, welche Chancen ergeben sich in Bezug auf Inhalte, Fördergelder etc.? Also überfordert uns Chancen? Ich mache vielleicht mal den Anfang. Nein, der überfordert uns nicht. Also ich meine, ich sage klar, Gedenkstättenarbeit und gute pädagogische Arbeit, ob es jetzt 2-3 Stunden Formate sind oder Mehrtagesseminare, Pädagogik ist personalintensiv gute Pädagogik und erfordert deshalb erhebliche personelle und damit auch finanzielle Ressourcen. Das ist so, dass wir dazu also deutlich zu gering ausgestattet sind, um dem wirklich gerecht werden zu können. Also es überfordert uns nicht konzeptionell, das sicherlich nicht. Wenn man von Überforderung sprechen kann, dann ist es das Verhältnis von Ausstattung und Anzahl von Besucherinnen und Besuchern. Wir haben zwar mit dem Land Brandenburg und dem Kulturministerium wirklich ein Ministerium, das sich bemüht, uns bestmöglich auszustatten. Alleine im Land Brandenburg beispielsweise sind die finanziellen Ressourcen einfach insgesamt begrenzt. Das muss man sich vor Augen halten. Nein, aber also eine Überforderung findet nicht statt. Und was war die zweite Frage? Welche Chancen ergeben sich in Bezug auf Inhalte und Fördergelder? Also wahrscheinlich der Gedanke, wenn man aktiv mit Tourismusorganisationen zusammenarbeitet, dass es dann auch ein Gewinn für die Gedenkstätte, den Erinnerungsort selbst ist. Ja, erstens das und zweitens, das will ich vielleicht noch hinzufügen, wir sind die Letzten, die sagen würden, die Qualität der Arbeit bemisst sich durch die Quantität, also durch die Besuchszahlen alleine. Aber sie sind dann doch immer wieder auch eine wichtige Zahl, die ja auch die Einrichtungen selber gerne, wenn sie häufig besucht werden, selbst gerne auch dann präsentieren. Und ich glaube, wenn wir uns noch stärker als bisher den Touristinnen und Touristen auch als Besuchsgruppe sehen, denen wir uns bewusst zuwenden und auch mit Besucherforschung beispielsweise das Rezeptionsverhalten von Touristinnen und Touristen zu versuchen zu eruieren, stärker noch Formate auch bewusst zu konzipieren, die auf ein touristisches Publikum hinzugeschnitten sind, dann lassen sich da auch, glaube ich, schon Fördermittel generieren. Man muss halt, und das ist jetzt bei Politikerinnen und Politikern, die sehr nah an Gedenkstättenarbeit sind, ist das nicht notwendig. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, im Mainstream, vielleicht auch im politischen Mainstream, herrscht nach wie vor die Auffassung vor, was Frank vorhin angedeutet hat, dass das so eine Art Menschenverbesserungsanstalten sind. Die Gedenkstätten, da schickt man dann Schülerinnen und Schüler rein
Und nach 2 Stunden kommen menschenrechtsinformierte junge Menschen raus, die vollkommen überzeugt sind von Würde und vom Grundgesetz und eben nicht der Fall. Also es bedarf schon großer Arbeit. Wir müssen uns deutlich stärker noch bestimmten Besuchsgruppen zuwenden und weiter konzipieren und arbeiten und werden auch diesen Forderungen, Anforderungen nie gerecht werden. Also vielleicht ist es auch ganz gut, noch ein breiteres Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir auch Orte des Massentourismus sind häufig und dass das auch überhaupt nichts Verwerfliches ist. Das ist nicht schlecht, denn es ist doch besser, Touristinnen und Touristen beschäftigen sich mit der Geschichte dieser Orte. Und unsere nachhaltige Erfahrung ist, dass egal mit welchen Motiven sie kommen immer mit mehr Fragezeichen aus diesen Orten raus, als sie reingekommen sind. Und damit haben wir einfach schon viel erreicht. Das muss man sich bewusst machen. Das ist egal, welche Motive dem Besuch zugrunde liegen. Meistens sind es nachdenkliche Menschen, die diesen Ort verlassen. Und jeder Tourist und jede Touristin ist es wert, dass genau so ein Effekt erzielt wird. Das ist ein wunderschönes Schlusswort eigentlich, es sei denn, Sie, Herr Bajor, oder Sie, Frau Meyer, wollen noch etwas anfügen. Weil ich denke, das ist ja auch so ein bisschen das Plädoyer Ihres Buches. Ich denke, was so wichtig ist, dass wir die Vielfalt von Orten, Dokumentationsorten, Gedenkorten auch gewissermaßen im Blick haben und dass jeder Ort immer sinnvollerweise nur eine begrenzte Geschichte erzählen kann, die auch mit dem Ort zu tun hat. Wir haben ja eine Diskussion gehabt, ob es Pflichtbesuche jetzt etwa von Schülerinnen und Schülern in einer Gedenkstätte gibt. Und da gab es manchmal so einen Unterton, als sei eine Gedenkstätte so eine eierlegende Wollmilchsau, die in so einer Art Rundumschlag über alle Verbrechenskomplexe der NS-Zeit geschlossen Auskunft geben könne. So haben zum Beispiel deutsche Gedenkstätten an ehemaligen Konzentrationslagern, die haben natürlich mit dem Thema Holocaust eine Schnittmenge. Das ist dort auch darstellbar, aber es darf doch nicht den Blick dafür verstellen, dass sich der Holocaust mitnichten hier im deutschen Kerngebiet abgespielt hat, sondern eng mit dem Aufbau, mit dem Vernichtungskrieg im Osten und in Osteuropa verbunden gewesen ist. Und insofern reicht da, ist da ein Besuch in Dachau gut und das ist auch ganz wichtig, aber gut ist es auch und wichtig ist es auch, die Vielfalt dieser Gedenkstätten im Blick zu haben und den Blick zu weiten, dass also nicht nach dem Motto verfahren wird, kennt man eine Gedenkstätte, kennt man alle und man muss sich dann auch nicht weiter damit beschäftigen, sondern auch das ist auch unser Buch, ist auch ein Plädoyer dafür, diese Vielfalt, die hier existiert, auch in ihrer ganzen Breite in den Blick zu nehmen. Frau Meyer, ein Schlusswort von Ihnen. Ja, ich würde den Blick dann vielleicht noch mal eher auf die einzelnen Menschen lenken, die also diese Erinnerungsarbeit auch leisten. Nicht nur die, die sie als jüdische Touristen oder andere Touristen dann entgegennehmen und die sie auch wollen und brauchen, sondern auch diejenigen, die sie betreiben. Unsere Leute zum Beispiel ohne Fördermittel in ehrenamtlicher Arbeit, die ihre Freizeit in Archiven verbringen, also die Rundgänge ausarbeiten, die eben die Besucher begleiten und vielleicht das nicht immer optimal machen, nicht so gut wie Museumspädagoge und manchmal aus sprachlichen Problemen mit Händen und Füßen und mit Google Translator und mit dem polnischen Nachbarn, der dann übersetzen muss. Aber auch das gehört dazu. Also wir brauchen nicht nur die großen Institutionen und die große historische Erzählung, wir brauchen auch die Leute vor Ort, die sie tragen und möglichst auch normale Leute, also die in ihrem Alltag das auch weiter verbreiten, also was der Holocaust war, wie er bei uns hier anfing, in welchen Schritten er sich vollzog. Okay. Herzlichen Dank Ihnen allen für das Gespräch, für Ihre Zeit, dass Sie heute zu uns gekommen sind in diesem virtuellen Raum des NS-Doku-Zentrums. Und danke Ihnen auch, die Sie uns zugehört haben, zugeschaut haben und wünsche noch einen angenehmen Abend. Und Wiedersehen. Danke Ihnen auch. Herzlichen Dank. Auch von meiner Seite.